Und es geht weiter im Text. Ja, willkommen zurück. Wir haben uns bis hierhin geschlagen. Also eigentlich haben wir uns ja nicht geschlagen. Wir haben noch niemals jemanden hier geschlagen. Wir haben sie nur mit Magie verwindet. Vom Winde verweht. Wir haben sie verweht. Wir haben die ihnen dies. Moment, wo geht's hier eigentlich lang? Wir haben ihnen die Seele aus dem Leib geweht. Das klingt richtig hochtrabend. Hochtragend. Richtig gut klingt das sogar. Jemanden die Seele aus dem Leib wehen. Genial. Geht's denn hier überhaupt lang? August Höhle gefunden. Geht die auf? Sesam, öffne dich. Ha. Moment, nicht, dass ich hier aus Versehen runterfall. Argut-Höhle, gut. Stand hier irgendjemand von Argut? Nein. Egal. Wahrscheinlich, aber nur wahrscheinlich öffnet sich die Höhle später nochmal. Okay. Lauf, Forrest. Lauf. Läuft. Läuft. Und läuft. Ja, Moment. Ich bin von da oben gekommen. Hier unten ist die Kreuzung. Hier sind die Gegner. Okay, ich muss mal was ausprobieren. Rennen, drücken, halten und. Ah, sehr schön. Funktioniert ziemlich schnell. Also nehme ich an, dass ich die. Die sind unter mir. Na, klasse. Ah, Mann. Jetzt muss ich mich sogar anstrengen. Da liegt jemand Totes. Da sind noch mehr Gegner. Ah, ziemlich viel, ne? Aha. Gut, wir gehen mal hier drüber, falls das funktioniert. Oh yeah, es funktioniert. Ich habe jetzt nämlich nicht die Lust, mich entdecken zu lassen. Und speichern. Okay, da oben. Was ist hier drin? Okay, wenn wir bei der Gelegenheit schon mal sind. Wie viele Ringe kann man. Oh, wie viele Ringe kann man denn tragen? Okay, vier. Zwei an jeder Hand. Wahrscheinlich Zeigefinger und Ringfinger. Ich glaube, der Rest würde stören. Oder Mittel- und Ringfinger. Ach, wurscht. Was ist der Stern? 2 plus 4. 4 plus 2. 4 plus 5. Was bedeutet der Diamant? Schmieden. Aha. Zerlegen kann man den nicht. Ja, der Ring mit Stein. Was ist dieser Stern? Aufwerten kann man ihn auch nicht. Aber man kann Steine hinzufügen. Und deshalb diese 0 von. Hier kann man sogar 2 hinzufügen. Mal. Okay, gut. Dann wissen wir jetzt, was das ist. Was bedeutet also dieser Stern? Was bedeutet? Ein doppelter Regenbogen? Was bedeutet das? Goblin-Schild. Zerlegen. Yep. Das zerlegen. Yep. Das auch. Das auch. 8 plus 8. Merken wir uns. Merken wir uns. 6 und 2 plus 4 sind 6. 4 plus 2 sind auch 6.
2 plus 4. Den behalten wir. Den anchecken wir. Den checken wir. Und... okay, nur ein Amulett kann man tragen. Nicht so wie bei... Ah, Mann. Wie ist denn der beim A-Team? Mir wird's noch einfallen. BA. Der hat kein Limit für die Amulette gehabt. 4 plus 7, 2, 9, 2, 9, 11, 4, 7, 11. Aber das hat mehr. 2 plus 9. Da soll mal einer durchsehen. Zerlegen. Ja. Zerlegen wir. Ja, alles zerlegen. Gibt's einen Shortcut dafür? Wahrscheinlich. So wie Shift und Rechtsklick? Nein. Zerlegen. Ja. Strück und Rechtsklick. Nein. Zerlegen. Kriegskeule. Ein Messer. Ein Sägedolch. Das sieht doch mal geil aus. Damit wollen wir niemanden töten. Das ist viel zu unpräzise. Das auseinandernehmen. Sägedolch. 9 plus 4, 11 plus 6. Halt. Das ist 4. Das bedeutet 5. Ah, die Verbesserung zum letzten. Aber die Verbesserung ist in Klammern. Gut. Was bedeutet dann hier dieses plus 4? Mann. Okay, irgendwann weiß ich's. Ja. Den. Den können wir jetzt zerlegen. Bei dem warten wir noch. Nehmen wir später. Hat das kein Gewicht. Sehr gut. Silberring. Was machen wir mit dir? Rechtsklick. Schmieden, na klar, schmieden. Zerlegen kann man das Ding ja nicht. Es wiegt auch nichts, von daher ist es egal. Das können wir also irgendwann mal verkaufen. Ach, egal. Was ist das? Set 4 von 5. Gut. Mir fehlt also noch eine Kopfbedeckung. Eine Lederkopfbedeckung. Weil Lederrüstung, Lederstiefel, Lederhandschuhe und Lederhosen. Das bedeutet noch eine Kopfbedeckung. Und dann haben wir das Set voll und wahrscheinlich, ist nur so eine Vermutung, können wir dann, was können wir dann? Wir können dann, haben wir bessere Stats, irgendwas addiert sich. Set-Bonus. Der rotiert oder patrouilliert, aber er rotiert, weil er eine Runde. Na, rotieren oder nicht? Nein, er patrouilliert. Okay, leise, 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 leise. Okay, Magie raus, ich mach die alle. Und anvisieren Feuer oder Luft. Oh, lauf. Nein! Oh. Oh. Zum Glück bin ich als alter Rollenspielhase immer mit einem Finger auf der Speichertaste. Und er hat mich gesehen. Na, klasse. Ja, ich mach viel zu wenig Schaden. Der macht viel zu viel. Oh Gott. Rennen. Okay, ich versuch's mal mit Feuer. Feuer. Was ist das? Zeitmodifikator. Hab ich den liegen lassen. Zeitmodifikator. Kann ich hier nicht benutzen. Wieso nicht?
Okay, probieren wir mal mit. Was sehen meine Augen? Oh. Gut. Ja, Feuer ist schön hell. Sieht man im Dunkeln wenigstens was. Oh, ich habe keine Mana mehr. Endbot. Oh. Das ging auf den Boden. Der läuft weg. Ich hoffe, der regeneriert nicht. Das wäre nämlich echt. Okay, ich sollte vielleicht später hier wiederkommen. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass die anfälliger sind gegen, das mal einfach wegstecken, gegen Feuerschaden oder nicht? Zeitmodifikator. Cool. Schutz haben wir natürlich. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ziellenkung, na. Man. Wirkt ein Regen aus Ambossen. Nochmal. Bewirkt einen Regen aus Ambossen. Bei Luft. Okay, hält 5 Sekunden an. Was bedeutet das, wenn wir das wegmachen? So normalerweise Blitzschaden. Luft ist also Blitzschaden. Okay. Dann probieren wir das mal aus. Feuerschaden 72. Halt. Schaden. Ich könnte diesen Schadensmultiplikator wegnehmen. Dann würde das erstmal nichts bringen. Dann würde ich schließen. Und hier ein. Ja, ich muss noch ein Talent skillen. Okay, was passiert, wenn ich hier.